Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bauer Kubus Landwirtschaftssimulator 2015. Jawohl. So, wir müssen jetzt mal ganz schnell gucken, dass wir unseren Mähdrescher, den gelben, leer bekommen. Weil wir müssen noch aufs andere Feld. Oh, hier wächst schon wieder alles und gedeiht. So, mal gucken. Hier wächst nix. Doch, hier wächst auch. Wow. Alles wächst und gedeiht. Wunderbar. So, wo ist denn jetzt unser kleiner Mähdrescher? Wo haben wir den denn hingefahren? Ich sehe ihn da nicht. Ach, da oben steht er. Ganz schön versteckt im Dunkeln steht er. Gut, dann werden wir jetzt eben den noch schön leer machen und dann müssen wir rüber zum anderen Feld und dann wird es auch gleich, glaube ich, schon... So, dann müssen wir jetzt einmal das Rohr ausfahren. So. Na komm, mach mal hier das Licht an, mein Freund. So, jetzt machen wir den leer. Hervorragend, so. Zack, 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 so, 30%. Und dann können wir rüber zum anderen Feld damit und dann müssen wir mal sehen, dass wir ein paar Sachen wegtun, weil wir haben nicht mehr viel Geld. Okay, Rohr einfahren bitte. Und dann fahren wir mal los. Mit dem Kleinen. So, das ist dann... Ich glaube, wir müssen... Woran? Welches Feld waren das nochmal? 38. Okay, dann fahren wir jetzt einmal schön hier durch. Mitten in der Nacht. Ne, morgens um 4:30 fahren wir dann mal eben hier schnell über die Straße. Ja, gucken wir mal. Ja, die Ansicht ist ja mal wohl richtig cool. So. Dann werden wir mal gucken... Ah, es wird hell draußen. Dass wir nämlich jetzt nach Feld 38 kommen. Das müsste genau hier sein, jawohl. Da ist es doch schon. Und dann können wir hier nämlich schon mal direkt ackern. Och, da ist auch Licht im Haus an. La 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 la. So, und dann geht es jetzt hier los. So, mein kleiner Helfer, geben Sie bitte Gas. Okay, das wäre erledigt. Es wird langsam hell. Das hieße für uns, dass wir auf jeden Fall... fahren wir jetzt... Wir fahren in die falsche Richtung, oder nicht? Ich bin verwirrt. Nein, wir fahren in die richtige Richtung. Ja, wollte schon gerade sagen. Sag mal, so verdattelt bin ich aber noch nicht. So, jetzt bringen wir das nämlich hier auf jeden Fall noch weg. Licht sollten wir vielleicht trotzdem anmachen. Hier wächst schon alles wieder. Wunderbärchen. So. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mal den großen Hänger einmal voll machen, richtig? Und dann werden wir mal ein bisschen Kohle holen uns. Aber erstmal bringen wir das jetzt hier weg. Wow, wow, wow. So, dalle. Einmal abladen, bitte. Okay, aber das ist auch nicht hier das Richtige. Jetzt müssen wir gucken, wir müssen... Weil das ist ein bisschen wenig. Okay, der fährt noch fleißig. Der ist auch schon fleißig dabei. Dann fahren wir den mal auf Seite. Und dann nehmen wir uns den großen, machen den leer. Den Körnermais können wir noch immer wegfahren. So. Das B
bringen wir das hier einmal weg. Okay, so, das ist weg. Und dann machen wir uns die Karre mal richtig voll. Im Blick, jetzt machen wir erstmal das Licht an. Zack. So, mit Rückbeleuchtung, hervorragend. Das sieht ja nun mal sehr schön aus. So, das machen wir einmal hier voll, weil wir sind bald pleite. Dann gucken wir mal, was können wir denn... Okay, wir können hier auswählen... Gar nichts. Weizen ist leer. 62.000. Wow. Dann nehmen wir die doch mal direkt hier mit. Und hoffen mal... Ja, das könnte... Ja, wohl... Nee. Alles werden wir nicht hier reinkriegen, glaube ich. Wow, geile Kiste. Der Hänger wird da mal richtig schön voll. 32.000, da können wir sogar noch einmal fahren. So, jetzt fahren wir mal. Der kommt hier nicht mehr im Berg rauf. So, das reicht an Beleuchtung erstmal. Jetzt müssen wir hier echt aufpassen, dass wir hier nicht zu schnell runtergurken. Weil sonst geht hier alles ab. Jalala. So, Dido. Voll beladen fahren wir hier runter. Okidoki. Wow. Was ist denn? Ach, da hinten ist der Leuchtturm. Wie geil ist das denn? Komm, wir fahren zum Leuchtturm. Warum steht denn da ein Leuchtturm? Ist hier Wasser? Habe ich da irgendwas übersehen? Ach ja, da hinten. Aber da hört die Karte schon auf. Okay, wir fahren jetzt einfach hier runter. Und werden mal gucken, dass wir das soweit jetzt verbimmelt kriegen. Okidoki. So, 5 Uhr morgens. Wir sind schon wieder fleißig unterwegs. Und ich vermute mal, dass unser anderer Mähdrescher jetzt auch fertig ist. Oh, jetzt kommen wir im Berg gleich nicht mehr rauf. Oh, ich komme nicht mehr den Berg hoch. Oh, Scheiße, ey. Ich glaube, der Hänger ist einfach... Wow, der Hänger ist zu voll. Aber wir haben es ja gleich geschafft. So, dann bringen wir das jetzt weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Kohle wir dafür kriegen. So, da sind wir doch. So, ausladen. Ja, das sieht doch mal richtig gut aus in unserem Portemonnaie, wa? Wow. So, jetzt haben wir wieder 40.000. Ja, geile Kiste. So, dann fahren wir jetzt einmal wieder zurück. Da laufen die Leute schon am frühen Morgen hier rum. Es wird hell, es wird hell. Okay, dann können wir jetzt auch mal das Licht ausmachen. Und mal geradeaus fahren. Ja, wir haben noch keinen Kaffee gehabt, deswegen geht das nicht so fleißig hier weiter. Dann gucken wir mal, können wir noch eine so eine Fuhre wahrscheinlich machen? Dann hätten wir dann 80.000. Hey, wie fährst denn du hier? Da warst du ein Vogel und du fährst einfach raus. Okay. Ihr wolltet es nicht anders. Jetzt geht es los. Wir erst um die Ecke heizen, ne? Und dann nicht mehr in die Puschen kommen. Los, fahr jetzt mit deiner alten Kackgurke. Ich glaub das doch nicht. Ich glaub das einfach nicht.
So, haben wir eben das kleine Auto überholt und dann geht es los nach Hause. Ja, dann können wir uns ja dann vielleicht jetzt doch so ein Reinigungsgerät, so ein Kercher kaufen, um unsere Karre mal ein bisschen sauber zu machen hier. Die sehen ja furchtbar aus. Mal gucken, was die kosten, aber da brauchen wir noch was, wo wir es mit, glaube ich, transportieren können. Oder die werden auf dem Hof direkt platziert, ich weiß es nicht. Oh, unser Sprit, 178 Liter. Und wir kommen mal wieder den Berg nicht rauf. Wow, komm jetzt, Ölke, mach hin, wir haben noch Termine. Wow, der Himmel sieht schön aus. Okay, wir kommen den Berg nicht rauf. Ja, wir fahren gerade mit 13 Stundenkilometer diesen Berg hinauf. Oh, das ist ja der Hammer. Wow, wir werden schneller. 16, 17, 18, 19, 20, feuerfrei. Jetzt gleich wird er sowieso wieder langsamer. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Jedenfalls haben wir jetzt wieder ordentlich Kohle. Dann machen wir den Hänger jetzt noch einmal voll. Dann ist die Gerste komplett weg. Und dann, oh ja, da wächst es auch schön. Und der ist oben noch, er war fleißig am Arbeiten. Am Pflügen. So, und wir fahren jetzt einfach hier runter. Und machen uns nochmal das kleine Ding hier voll. So. So, schwupp. Und dann machen wir Start. Das müsste dann ja rein theoretisch alles reingehen. Oh, der ist voll. Das hieße, wir müssten mit dem Hänger einmal rüberfahren. Da hilft ja jetzt nichts, ne? Da müssen wir hin. Und einmal um die Kurve rum. Yippie. So, Dille. Ja, das ist ein Riesenfeld hier. Da hatten wir auch nicht was zu tun. Da müssen wir mal gucken, dass wir da neu sehen. Vielleicht tun wir diesmal Raps oder so anbauen. Das bringt immer das meiste Geld. Da gucken wir jetzt gleich, wenn wir den Mähdrescher leer gemacht haben. Ne? Dann gucken wir da mal nach. So, eigentlich könnten wir ja schon hier reinfahren, ne? Oder? Ja, da hinten ist doch unser Feld, oder nicht? Ja, da ist unser Feld, da ist unser Feld. So, wir fahren jetzt hier einfach querfeld ein. Wo ist denn unser Mähdrescher her? Also viel hat er ja nicht geschafft, ne? Oh doch, das Feld ist auch relativ groß. So. So, dann machen wir das einmal leer. Ja, prima. Das hilft jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Seemaschine hinten dran packen. Wow, 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 wow. Okay. So, dann machen wir das jetzt einfach mal. So einmal schön von oben. Ne, der war nicht so gut. So, dann haben wir das auch. Dann werden wir mal eben gucken. So, der ist voll. Schwuppdidu, der fährt schon wieder. Oh Scheiße, ich glaube unser Feld ist verdörrt. Ja, es ist verdörrt. Scheißendreck. Oh ne, Kinders, das ist aber doof. Okay. Tja, da haben wir nicht schnell genug arbeiten können. Da haben wir Pech gehabt, würde ich mal ganz einfach sagen.
dumm gelaufen. Tja, so kann es passieren. Ärgerlich, aber nun mal wahr. Das Feld hat leider nicht überlebt. Schade. Dann war das doch alles etwas schneller, als ich gedacht habe. Aber man kann nicht alles haben. Die Ernte konnten wir dann leider nicht retten. So ein Scheiß, du! Nee, nee, nee. Tja, da war dann leider die Maschine. Wow! Nicht schnell genug. Da müssen wir uns erstmal hier auf die Felder konzentrieren. Die werfen ja auch schon mal ordentlich was ab. So. Jetzt bringen wir das noch eben schnell weg und dann fangen wir mit dem Sehen an. Neu. So ein Shit, ey. Jetzt ist das alles kaputt. Hier wächst es auf jeden Fall schön.